Ja, guten Tag, Hof ist mein Name. Ich hatte vor einer halben Stunde schon mal angerufen. Es dreht sich da um die Kleidervorführung. Sie sagten, die entsprechende Dame sagte mir, dass sie mir ein Modell vorbeischicken könnten. Und jetzt wollte ich nochmal nachfragen, ob das klappt. Und mir wäre es am liebsten, dieses Modell würde verschiedene Dinge an Kleidungsstücken mitbringen, vielleicht drei, vier, fünf Sachen. Weil ich habe mich noch nicht festgelegt und will mich dann erst festlegen, wenn ich eben diese verschiedenen Kleidungsstücke sehe. Lässt sich das machen? Ja. Gut. Ja, dann kann ich damit rechnen. 20 Minuten etwa. Okay. Vielen Dank, ja. Wiederhören. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Sie sind die Welser, Dame? ja. Freut mich. Sie haben ja eine riesen Tasche hier Ja, dabei. kann ich die erstmal hier stehen lassen? Ja, ich hätte gedacht, ins Zimmer, aber ich könnte sie erstmal stehen lassen. Vielleicht kommen Sie zuerst mal rein. Gerne. Sie sind ja riesengroß, das ist ja Tja, unerwartet der von hat mir. gegeben, Das hat mich mit geben aufgehört. aber Für Modeln, der ne? Model sehr gut, das ist halt ganz überraschend. Ja, also das wäre jetzt schon die erste. Die erste Kann ich Vorführung auch mich schon? irgendwo umziehen? Ja, gerne. Vielleicht trinken wir zuerst zur Begrüßung ein kleines Glas Sekt Ja, da oder war ich sowas, wenn mal. Sie sich Doch, setzen wollen. gerne. Haben Sie es gut gefunden? Ja, Ja. doch. Mit Stadtplan, das war schon. Ich habe extra Nee. schon eine aufgemacht in der Küche. Ich habe Sie ja erwartet und ich hoffe, Sie trinken auch gerne mal einen Schluck. Es ist ja nicht Das mehr ist genau so meine früh und Marke. ja? Ja. Darf ich schon mal einen Schinken? Ja, gerne. Zum Huch, oh, Beispiel Entschuldigung. hier. Die langen Beine, die hängen mir im Ja, Weg. doch. Danke. Also ich müsste jetzt einen Witz machen, wenn ich sagen würde, eine lange Dürre soll kommen, aber das soll auch keine Ja, Beleidigung sein. stand schon in der Das Bibel. ist, ja, ich bin ganz nervös. Sie haben verschiedene Kleidungsstücke mitgebracht. Ja, das wäre das für ich als erstes, was ich jetzt Ja. anhabe. Dann dauert das nicht ganz so lange, ne? Ja. Ich musste ja irgendwie was tragen Ah ja. zum Hierherkommen. Aber dazu kommen wir dann gleich. Toll. Zum Wohl, ich heiße Harry. Ja, Andrea. Aber Sie wollen beim Sie bleiben. Also mir ist es egal. Weil wir kommen ja ins Geschäft und ich werde also hundertprozentig was kaufen wollen, Das ist aber gut, ich das ist in lasse Ordnung, das mich, hört unsere Firma gerne. ja, ich lasse mich überraschen und ich habe mich, wie gesagt, am Telefon schon nicht festgelegt, nur es sollen ganz außergewöhnliche Dinge sein. Also ich habe eigentlich fünf grundverschiedene Sachen mit. Ich bin sicher, dass Ihnen irgendwas davon gefällt für Ihre Ja, Frau. gut. Nochmal Gut, Prost. Prost. Ja, das schmeckt gut. Ich stelle das hier einfach mal so ab. Ja. Also dann würde ich Ihnen das Zimmer zeigen. Können Sie ja schon mal Ihre Sachen so vorlegen und vorbereiten. Das gefällt mir ganz gut, aber das muss ich noch ein Ja, bisschen das ist näher ja angucken, genau. und wenn Sie stehen. Ja, ich bin wie gesagt überrascht über Ihre und Ja, wahrscheinlich ein Model die mit 1,70 würde es nicht Körpergröße. bringen. Die sind alle so ab 1,80, 85 kann man so Ja, sagen. gut, schön. Gut, Das zeigen wir wäre erst dann mal das Zimmer. hier, das eine Zimmer. Gut. Bitte schön. Danke. Zimmer? Ja, Ja. das habe ich alles schon zurechtgelegt. Wollen wir mit dem jetzt anfangen? Ja, wunderbar. Das ist ja
Das ist ein Pork Velour hier. Ja. 650 Mark. Mit dem Franken, alles mit Bieten noch besteckt. Exklusiv eingearbeiteter Reißverschluss. Kann man auch bequem öffnen hier mit dem Bündchen. Verstellbare Löcher. Von außen sehr gut aus so. Sieht ein bisschen wild aus, ne? Oh, ja, das ist etwas für die Frau, die ein bisschen gewagt ist, ne? Das wirkt unheimlich. Den Kragen kann man dann auch so hoch machen, das sieht dann auch immer noch sehr gut aus. Die Ärmel sind lang. Denken Sie nicht, dass sie mir zu kurz sind. Die kann man so runter machen. So, dazu passend tragen würde immer eine enge Stretchhose aussehen. Und zum Beispiel wie diese hier. Ja. Da braucht Ihre Frau keine Angst zu haben, da wird sie nicht eingeengt. Das ist wie Gummi. Ne? Dass sich dazu wirken immer diese Stiefel. Meine Frau hat aber ganz dicke Beine. Ja, das wäre natürlich nicht ganz so zu empfehlen. Vielleicht eine bisschen weitere Hose. Eine Royal Jeans wird es auch tun. Na, also jetzt trage ich zum Beispiel noch diesen dicken, massiven Gürtel darüber, weil es ist sehr figurbetont. Der Gürtel, der lässt sich dazu auch groß. Auch, ja. Zwei, der ist nicht schwer, der ist einfach nur die Schnelle, ja, und die Tolle. Das ist keine Imitation, der das ist aber echt aus Metall. Gesetzt, ah, ja. Ne? Also alles wirklich schon echt. Die Stiefel sind auch echtes Leder, dazu trage ich jetzt passend. Das muss Ihre Frau nicht machen. So eine Sporn drum, weil das ist eigentlich der Cowboy-Look. Cowboy-Stil, ja. Cowboy-Look. Ja, mit den Fransen. Ja, mit 650 Mark beginnt es oben. Ne? Ja, das kommt auf die Größe an. Ne? Darunter trage ich dann passend so ein Stretch-Ding, weil es soll ein bisschen bauchfrei sein. Also da ist dann nichts drunter, kein BH. Nein, das brauche ich nicht. Nein, das ist dann Ihre Frau. Das ist eben wie ein Körpergewicht, hängt das eben ab, wie die Frau die Figur hat. Ne? Nur ist ganz klein. Ja, dann würde ich sowas immer empfehlen. Ne? Bei einer großbusigen Frau würde ich immer sagen, sie soll was Weiteres tragen. Innen ist dann das Futter drin, wirklich schön verarbeitet. Ja. Naja, darf ich das mal so vom Stoff her? Das natürlich. Ist ja ziemlich weich, ne? Ja. Ja. Das ist praktisch. Die Franzen, das ist, mein, okay, es will Weststil, aber mir gefällt es nicht so besonders gut. Ja, man, ihre Figur, die hebt alles heraus. Ich muss das umsetzen, wie das meiner Frau steht, wie meine Frau genau, damit aber die aussieht. Frau, ja. Wie groß ist denn Ihre Frau so ungefähr? 1,53. Oh Gott, naja, weil die Jacke ist auch ein bisschen auf. Aber das wäre gar nicht so schlimm. Jetzt zieht Ihre Frau vielleicht nicht wie ich Stiefel, sondern ein paar schöne Pumps dazu an. Es gibt ja auch Pumps. Aber die Hose, die würde ich ihr gerne kaufen. Wie gesagt, ich meine, es gibt ja bestimmte Größen. Man könnte sie kürzer machen unten, weil sie klein ist und sie soll eng sein. Sie hat dicke, ziemlich kräftige Oberschenkel. Aber das würde ja gut aussehen. Die Hosen, die gleichen sich immer wie eine zweite Haut. Dann werden wir hinten nochmal gucken. Also aber gerne. Also ich wollte sie noch hat was vergessen. So einen tollen Schnack gehabt. Echtes Silber. Deswegen ist die Jacke auch so teuer. Ne? Alles, auch die Nickenlöcher hier, alles echtes Silber. Ja. Müssen Sie immer alles bedenken. Also den Preis ist sie schon wert, ne? Diese Jacke hier. Und die Hose, die würde so um die 150 Mark kosten. 150 Mark die Hose. Ja, nein, der Preis, das ist eine. Das kommt aber eben, das schlug sich immer höher nach der Größe. Ne? Zum Beispiel, das ist jetzt eine Hose Größe 38, die kommt jetzt um die 149 und Ihre Frau würde vielleicht, ja, ich weiß nicht, Größe 42 brauchen. Ich weiß nicht, Sie kennen sie ja besser. Ich bin da gar nicht mehr. Ich also weiß, dass sie unten dick ist und oben, aber unten hat sie bestimmt Größe 45 und 44. Ich meine, da können Sie gerne mal ziehen. Also die zieht sich wirklich wie Kaugummi. Nicht, dass Sie meinen, ich will Ihrer Frau irgendwas anziehen. Die zieht sich überall? Die zieht sich überall, ja. Und hinten auch? Das, weil hinten hat sie ja ein riesen Po und ist das vielleicht, ne? Das haben auch einen starken Po. Also ich kann Ihnen sagen, bis Größe 40 kostet diese Hose 149 Mark. Mhm. Und dann immer weiter. Größe 42, 169. Größe 44, also okay, 180. Ich meine, die Preissache, die ist für Sie sehr wichtig, das weiß ich, das mitzuteilen, aber ich möchte gerne eben ganz in Ruhe entscheiden können. Das ich würde sagen, ich gucke mir noch mal was anderes an. Gerne. Sie haben verschiedene. Ich habe verschiedene Modelle dabei, ja. Ja, gut. Ich kann mir gerne was angucken. Gut, bis gleich. So, das wäre dann hier das nächste Modell. Das ist natürlich jetzt ganz elegant. Ja. Das ja. ist eine Lammfelljacke. Ja. Mit zwei Lippenknöpfchen hier, das kann man beliebig verstellen. Die ist allerdings etwas teurer, die habe ich 3800 Mark je nach Größe. Das habe ich mir gedacht, dass die sehr teuer sein kann. Ist hier auf Taille geschnitten? Ja. Innen mit hochwertigem Taft. Ja. Ja, das ist auch
Die ist wirklich, also wirklich ja, ganz samt weich, kann ich auch gerne mal fühlen. Das muss man ja aber hautnah merken, ne? Ja. Bitte so, merke ja nicht den Arm. So, dann kommen wir zu dem Rock. Das ist hochwertiges Snapperleder. Hinten mit einem geklipptes kleinen Reißverschluss. Ach, das ist ein Reißverschluss hier, ne? Das ist ein Reißverschluss, ja, weil der Rock ist ziemlich eng geschnitten, ne? Mhm. Mit ein bisschen Bündchen dran hier. Ja. Dazu trage ich dann passend, je nach Geschmack natürlich, so eine kleine Bluse auf Admiral geschnitten. Polstern, Knöpfe auch aus Gold. Oh ja, das gefällt mir. Das sieht ja mag scharf aus. Das also der Stoff ist mein. Ja. Der ist nicht ganz so, aber eben wegen den Knöpfen, ne? Ja. Mit den Polstern hier noch schön auf Taille geschnitten. Das würde Ihrer Frau zum Beispiel sehr gut stehen. Mhm. Und dann diesen Rock dazu. Das macht nämlich auch ein bisschen längere Beine, ne? Weil meine Frau hat nicht diese Bewegungen, die Sie haben. Sie müssen sich mal vorstellen, sie ist so. Jetzt also, kann ich Ihnen mal so, so präsentieren, ja, wenn Sie mal bitte anfassen möchten. Ja. Also die ist. Doch, ja, die ist natürlich. Das ist jetzt auch eine Größe 38, weil größer tragen Sie. Die riecht sie auch nicht nur. Ja, die riecht normal nach Pelz, nach Lammfell. Ihr Parfüm jetzt, wo dabei ist. Ganz wichtig bei solchen Sachen ist auch, man sollte immer auf die Accessoires achten. Zum Beispiel trage ich jetzt hier echt silberne Schlange. Ja. Dazu noch passend vielleicht noch einen tollen Ring mit einem Stein. Das soll ja richtig schön echt und edel aussehen, als wenn man ein bisschen Geld hat. Ne? Ja. Die Ärmel sind nicht ganz so lang. Die trägt man am besten so auf den Ellbogen gekürzt. Das sieht dann toll aus, praktisch, weil das ja auch ziemlich kurz geschnitten ist. Ist ja nur ein Jäckchen. Ja, ja. Und das ist eine normale Bluse. Eine Leinenbluse, ja. Mit den Knöpfen vorne und das ist aber auch so kurz geschnitten. Da wird immer der Bauch frei sein. Also nein, Sie können diese Bluse auch etwas länger bekommen. Ich mache das jetzt nur so, ich bin, sagen Sie, was ist denn eigentlich mit Ihrer Decke los? Ich meine nicht, dass mir hier irgendwie der Putz auf den Kopf fällt. Ach so, die Decke. Ja, nee. Du musst ja ein bisschen aufpassen, ich habe ja die Wohnung erst renoviert und jetzt kommt, weil wir haben feuchtfröhliche Feste gefeiert. Und das ist keine Decke. Nein, ich habe keine Leiter und bin an und für sich sehr klein. Das mache ich jetzt in den nächsten Tagen mal. Wäre sehr günstig, vielleicht sind Sie handwerklich begabt, dann könnten Sie ja meine Platten wieder kurz hinsehen. Also mein Beruf ist eigentlich eher so ein bisschen auf der Bühne zu stehen, so eben als Model. Ne? Ja, Sie machen das jetzt auch nicht so, dass Sie privat auf irgendwelche Dinge eingehen und jetzt wegen Platten, das ist, ich brauche keine Angst haben. Ja, ich meine, dort hätte ich den Bereich ein der Boden ist ne? sicher, der Boden das ist sicher und alles andere ist wie Gorbella. Zu den Knöpfen müsste ich Ihnen vielleicht noch sagen, das sind ganz einfache Clipper. Ja. Da Ihre Frau kaum Schwierigkeiten. Clipper? Clipper nennt man die ja. Die stopft man dann einfach hier so rein. Das klippert richtig. So, die kann sie praktisch auch ein bisschen offen tragen hoch, wenn es mal sehr kalt ist. Sie hat hier oben auch ein, die macht man jetzt einfach wieder zu. Für ganz heiße Tage so. Irrsinnig schick. Nur fühlt sich gut an auf der Haut. Es ist reich und es sieht auch danach aus. Ja. Meine Frau steht dazu bestimmt nicht. Sie ist ja das zwar nicht arm, aber es steht ihr einfach nicht. Weil und Körperbau, ja. Das, das glaube ich aber nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, diese Jacke. Sie ist ja kleiner wie ich, und, aber das ist das. Das ist kommt ja nicht auf die Größe ohne, an. Ohne Kleider ist es natürlich auch eine Prachtfrau. Ne? Also ich kann meine ja nicht ohne Kleider irgendwo hingehen. Ne? Also ich würde sagen, nicht, nein. Diese Jacke auf Taillen, so wie diese jetzt hier ist, würde Ihrer Frau bestimmt stehen. Denn das ist dann nämlich ein kurzer Oberkörper. Ja. Jacken, die auf Taille betont sind, so bis hier, machen immer unheimlich lange Beine. Die sind unheimlich fachorientiert, das merkt man. Und das wollte ich ja auch. Auch sagen, das, warum habe ich sie bestellt? Ja. Sehr gut, aber Sie hatten vorher die Hosen an und die wahnsinnig tolle Beine haben Sie auch. Ja. Meine Frau hat ja Riesenschlägen, auch große Füße und so weiter. Aber, sag ich ja, dieser Rock, der muss also, ja, wenn es elegant sein soll, immer ein bisschen länger sein. Ne? Und so ein Rock, weil der auch gerade eng geschnitten ist, kann man doch beliebig variieren mit diesem Reißverschluss. Ja. Das wirkt immer sehr toll, macht sehr schlank, auch nur schwarz. Der, darf ich nochmal sehen, bitte? Der, ja, der geht ja nur bis zu den Kniekehlen. Ja, man soll ja diese... Ein bisschen höher geht er, ja. Aber ne, es ist ganz toll, würde ich sagen. Gefällt mir aber immer noch nicht. Also die ersten beiden Sachen, nee, würde ich behaupten, nee. Also, möchten Sie nicht, ja, wäre nicht Ihre Frauenstil. Das die, Schuhe macht gar auch, die Schuhe sind auch. Die Schuhe sind auch echt Leder, ganz Schuhe, toll mit den schicken Schleifchen. Die verkaufen Sie auch? Also ja, ja, natürlich. Moment. So, alles zusammen. Auf jeder Seite so ein kleines Schleifchen, ja, ne? Die sind da so draufgesetzt. Ja, Schleifchen. Die Schuhe gehören eigentlich
Wenn ich sie so trage, sage ich, die gehören dazu. Aber das macht gar nichts. Sie können auch andere schwarze Schuhe. Ich würde immer vorschlagen, schwarz und dann so ein schickes Jäckchen dazu. Das wirkt immer sehr elegant, ne? Mut zur Farbe kann man gerne haben, aber das passt leider nicht zum Pelz. Ja. Das muss man sich ja eingestehen. Das soll ja ein bisschen edel auswirken, ne? Ich bin ja eigentlich vom Geschmack her sehr gut orientiert. Ich bin ja nicht von gestern da, ne? Also, ich will schon das Richtige finden, das Richtige sehen und das Richtige für meine Frau, meine ich. Ne? Ja. Ja, die also ansonsten würde ich sagen. Also wenn die Bluse, die wie vorher gehen schon, gefällt mir, wenn Sie das mal aufmachen könnten, kann sie das so tragen. Also, nein, das kann das man ich so nicht. Tragen. Das kann das man nicht. Also ich habe hier auch den obersten auf, aber wenn ich jetzt den aufmache, machen würde, würde man mir sagen, was ich für Schuhe habe. So. Also das würde ich nicht empfehlen. Ja, ich kann auch nicht Frau reingucken bei Ihnen, Sie sind ja wahnsinnig gut. Naja, 1,87 eben halt mit den 3 cm Pumps. 5 cm. Ich muss mir überlegen, ich kenne ja nur eine Frau und die ist klein und sie sind ja zu groß. Das darf ich? Soll ein Kompliment sein. Ja, ich würde gerne noch einen dritten Teil angucken. Und also ich werde vielleicht das auch in Betracht ziehen. Das hier. Also die Jacke ist und das mit dem, ne? Die ist auch richtig toll verarbeitet hier mit so einem Gewehrkragen. Ja. Passend dazu denn hier. Sehen Sie, das ist jetzt hier richtig so eingearbeitet. Ne? Also wenn ich was kaufe, meine Frau wird sich freuen. Das glaube ich auf alle Fälle. Bestimmt. Ne? Weil sonst bin ich auch nicht. Ich kann mir aber keine andere Frau kaufen, nur die Kleider. Nein, ja. Unverkäuflich. Ja? Ja, ja, ich glaube, das ist mir ganz klar. Verkäuflich. Natürlich. Mhm. Was war denn mein Sie sind also nur Mannequin. Sie sind ich bin rein Mannequin. Ich könnte Sie jetzt nicht privat einladen, dass wir zusammen essen gehen oder mal tanzen gehen oder so. Das geht. Ich habe ganz viel zu tun. Ja. Ich möchte gerne, ich habe schon viele Angebote bekommen. Das muss man sich so vorstellen, Mannequin, da bist du immer berufstätig, auch immer auf Abruf. Ne? Ja. Je besser das Mannequin informiert ist und ihr Fach versteht, desto häufiger wird sie natürlich auch von den Kunden zum Vorführen geholt. Ja. Ich habe das gar nicht alles so richtig verstanden. Der Rock hier, der ist ja wirklich Nappa-Leder auch. Ne? Nappa-Leder, ja, aber nicht so ganz glatt. Ne? Also nicht so glatt wie Ihre Beine. Ne? Nein, meine Beine sind auch überhaupt nichts zu machen. Ich zeige Ihnen ja jetzt nur den Rock. Ja. Ja, gut, dann würde ich das nächste gerne angucken. Gerne. Schönen Dank vorerst. Ganz lässige Look. Ja. Aus der normalen Frau, die ein bisschen sportlich ist und ein bisschen gute Figur hat, so im täglichen Alltag so trägt. Das ist ganz einfach nur Jeans. Ja. Weil wir kurz sind, sei es noch mal kurz, das hat hier geschnitten. Das muss ich mir jetzt ganz in Ruhe anziehen. Ja. Dein Rock ist so ein bisschen auf Patchwork. Sie sehen so versetzte Reißverschlüsse, ne? Ja. Also ein Reißverschluss hier, dann kommt das dann hier so ein bisschen auf dieses Oberhalb, ne? In den Kasten eingebaut. Ja. Auch ein bisschen im Admiralstil. Ja, hinten habe ich auch noch diese kleine. Diesen kleinen Teil. Sieht streng aus, ne? Also mit diesen Klappen und Admiral und so, würde ich sagen. Ja, das aber ist, das ist jetzt wieder ganz, ganz gewagt, jugendlich auch und gewagt auch. Alles gesagt. Der Rock vor allen Dingen. Also. Ja, der ist richtig schön kurz, aber kein Stretch eben. Das ist laut eng. Der Reißverschluss vorne, die Beine hinten halt zwei Taschen, ja. Hinten keine Tasche, doch auch zwei. Verzeihung, ich kenne mich in meinen eigenen Sachen nicht aus. Ja, es gibt diese. So, da haben wir so locker. Ich sehe im Moment sowieso nur die Beine, ne? Die hören ja gar nicht auf. Das ich gehe noch bis zum Boden, ne? Wie wenn als normale Frau auch. So, die Jacke hat dann auch hier diesen eingelegten Gewehrkragen. Ja. Zwei schicke Taschen, hier ist dann auch noch mal ein Pfeil drauf. Ach, das sieht man die kostet dann auch 200 Mark, weil wie gesagt, die Knöpfe sind auch aus Gold. Bei uns sind alle Sachen extravagant und richtig toll verarbeitet. Ich hätte jetzt gesagt, sieht man öfter auf der Straße bei exklusiv angenähte Passe dann noch hier oben im Rückenteil. Ne? Ja. Die Jacke besteht von hinten aus vier Teilen, sieht man auch. Die würde sogar mir passen. Ja, können Sie gerne, das ist auch für den sportlichen Mann. Sie müssten dann los.
Kommen Sie mal her, ich helfe Ihnen mal ein bisschen. Na, hast du zuletzt kaum wie für mich die Jacke noch? So, darf ich mal Ihren Arm haben? Na bitte. Weil, Moment so, ja? Weil für den Mann wird das besser aussehen, wenn die Ärmel runter sind. Ja, ich weiß, dass ich gut aussehe, aber so eine Jacke, die wir macht wollen mich sie gleich verkaufen, zu. Wir wollen die Jacke verkaufen, ne? Die macht mich zum Draufgänger, ne? So, die Accessoires sind Sie immer sehr wichtig. Alle Farben, sind Sie Motorradfahrerin? Nein, das trage ich einfach nur. Das gehört dazu. Ja, ich sagte ja vorhin schon, bei den Klamotten sind eigentlich nur die Accessoires. Sie sehen immer sehr. Sie müssen die Jacke aber mindestens zwei Nummern größer nehmen, weil, gucken Sie mal, hier kommt das gar nicht mehr hin. Die Klappen gar nicht mehr zu. So, nochmal zu dem Rock. Der ist hinten auch beliebig geteilt. Oh ja. Ja, ich will mir das ganz in Ruhe, den Rock. Und vorwiegend geht Hose, Rock und die Jacken kommen dazu, aber das interessiert mich jetzt im Moment. Also der Rock ist nicht ganz so teuer, der kostet 150 Mark. Eben weil er sehr figurbetont ist. Wie gesagt, auf der Reißverschluss Gold, Knopf auf Gold. Hier kann man noch beliebigen Gürtel reinbinden. Ja. Dazu trage ich dann wieder auch so ein lockeres, legeres, möglichst in Weiß. Das ist immer sehr gut zur Farbe. Da kann auch ein bisschen gut Neonfarbe drin sein. Meine Frau hat ihre Beine nicht. Ja, das ist schön. Vielleicht für ihre Frau. Also. Nein, ihre Frau aber oben gut. Mit T-Shirt und sie tragen jetzt wieder nichts unter dem T-Shirt. Nein. Heutzutage gar kein BH mehr getragen. Das kommt auf die Frau an. Hat sie große Oberweite, würde ich immer BH. Nein, sie zieht immer ein BH an, weil sie ja kleine Brüste und dass sie das so ein bisschen nach mir aus. Naja, ich meine, ich kann das nur nicht in ihre Frau rein. Ja, ist ja. Und dann macht das so, wie er will, ne? Sie ich haben etwas mehr als meine Frau. Ja, die Brustwarmen tun jetzt aber auch nicht hier zur Sache. Sie können auch sich gerne mal diese tollen Handschuhe angucken. Das ist auch extra aus Leder. Obermaterial ist gewirbelt. Ja. Trage ich immer besonders gerne dazu. Also ihre Lampen hängen ja auch ziemlich tief. Ja, ich bin ja erst eingezogen, ich muss das alles noch ziemlich richtig. Alles für Zwerge. Den behalten Sie an, ich wollte beide haben. Ach, Sie möchten mal, gerne, ich gebe Ihnen auch gerne zu, da kostet ein Teil 60 Mark, das hält sich nur im Rahmen. Ja. Da kann man dann hier oben so beliebig und Klettverschluss für die Handgröße. Auch dazu trage ich dann, kommt immer ganz süß, so ein kleines Armband. Das sieht viel. Gibt es in jedem Modehaus zu kaufen. Ja. Schmuck. Ja, Lederbänder, Lederbundbänder. Richtig zu. Fantastisch. Bezaubert. Das lassen wir doch. Ich meine, wir verkaufen wirklich nur Klamotten und Kleider. Ganz wichtig, auch die Schuhe sollen wirklich abgestimmt sein. Die sollen nicht zu hoch sein. Ja. Ich trage jetzt hier die gleich mit der Schleife an der Seite. Ah ja. Weil das wird ja nicht, ne? Je höher die Kleider, Sie haben sehr lange Beine. Der Rock ist kurz. Ja, wenn ich jetzt gut, hier sitze, man kann ja unter den Rock gucken. Ja, man kann, das ist aber nicht zu empfehlen. Wenn ich am Boden sitze, dann sehe ich Ihr langen Bein. Gucken Sie hier mal die Jacke an. Die ist sehr schick verarbeitet, ja. Können Sie gerne noch mal fühlen. Die hat kein Futter, die ist wirklich für warme Sommertage, wenn es auch im kühlsten Kälter wird. Was wäre denn mein Modell? Bella. Also wenn Sie natürlich die Jacke und den Rock zusammen kaufen, wäre das günstiger. Dann würde alles zusammen so viel haben mal kosten. Die hätte ich da. Die hätten Sie genau, der Rest ist auf der Bank, aber das könnte ich gleich kaufen. Das könnten Sie auch. Wenn Sie wollen, bin ich ja hier, ne? Machen wir es als Nebengeschenk für meine Frau. Das ist gebucht, das nehme ich. Dieses und bezahle es dann in Bar an Sie. Sie können es, ja. Ja, wir nehmen sowieso nur Bargeld entgegen oder eben Schecks. Aber bitte keine Ungedenken. Ja. Da könnten Sie ärgern. Ich wollte eigentlich damit heute Abend essen gehen, aber ich habe niemand und meine Frau ist, wie gesagt, ein paar Tage verreist. Wunderbar. Okay, ist genommen. Ja, gerne. Ein Zusatzgeschenk. Also das war wenigstens das, was Sie bis jetzt nehmen. Ja. Unsere Firma wird sich bedanken dafür. Gut. Gut. Okay. So. Aha, das wäre was für die ganz Mutigen. Ja. Aber dazu kann ich Ihnen leider sagen, das wäre für Ihre Frau wohl nicht ganz so empfehlen. Weil Sie sagten ja letztens, oder vorhin, dass Ihre Frau ein bisschen kleiner ist. Dieses Kleid gibt es allerdings auch noch in Knielänge, ja? Ich wusste ja vorhin nicht, wie groß Ihre Frau ist. Ich habe einfach sowas mitgebracht, weil Sie ja sagten, dies ist einfach ein ganz schlichtes Stretchkleid. Sie können das auch so ganz toll vorführen. Ja, ich meine, das ist mein Beruf, ne? Sowas lernt man. Jeden Tag sowas? Sowas mache ich jeden Tag, ja. Wir trinken vielleicht noch ein bisschen Sekt. Ja, doch. Ja? Gerne. Zum Wohl. Prost. Also, ich bin begeistert. Prost.
So, nochmal zu dem Kleid, das ist eigentlich ganz schlicht. Schlicht und einfach. Auffallend dazu ist dieser Gürtel. Alles echtes Silber, wie immer bei uns. Ja. Schick mir den Franzen dazu, das kann man da hinten so ganz beliebig schnüren. Ja? Mit Loch verstellbar. Ja. Dazu sehen jetzt sehr toll aus. Je höher die Schuhe, desto besser. Das sind jetzt 11 cm bei echtem Leder. Sie werden immer größer. Sie werden immer größer. Ja. Also, würde gerne Ihr Freund sein, aber ich meine... Sie sind leider nicht. Geht nicht wegen der Größe. Oh. Also, würde ich Ihnen nicht gefallen als Freund? Sind ein bisschen klein, sagen wir es mal so. Zu klein? Zu klein, ja. Aber das tut ja hier auch gar nicht zur Sache. Kann ja dieses auch hohe Schuhe anziehen. Sie haben mich ja nicht bestellt, ne? Zum Wohl. Zum Wohl. Sehr schönes Kleid. Schmeckt, sehr schönes Kleid. Dieses Kleid ist das billigste. Will ich mir auch in Ruhe anziehen. Von den ganzen Teilen, das ich mir vorhin Ihnen gezeigt habe, das kostet nämlich nur 100 Mark, weil es eben so schlicht ist, ne? Das ist innen drin diese Perlungsstrumpfhose ausgestattet. Ach ja. Also okay. Wirklich wie eine zweite Haut. Toll, das ist toll. Das kann man auch noch beliebig spielen, wie man da Glas halten. Das wäre wirklich nett. Dieses Kleid kann man auch noch beliebig variieren. Ein bisschen höher ziehen, das macht gar nichts. Da muss ich mich setzen. Das sieht sehr toll aus. Ja. Warum müssen Sie sich dazu setzen? Das kann man sich auf dem Stehen betrachten. Also mehr wäre zu diesem Kleid eigentlich nicht zu sagen. Die Ärmel sind ganz lang. Die kann man auch beliebig verstellen. Ich trage die natürlich immer so ein bisschen salopp. Wie gesagt, auch hier die Accessoires, da trage ich wieder meine silberne Schlange mit diesem extra tollen Ring, weil dieses Kleid, das braucht vieles Auffälliges rundherum. Auffällig ist für, jetzt für mich im Augenblick die Schuhe, weil sie auch schon einen längeren, größeren Absatz haben. Richtig, ja, das, dazu würden jetzt flache Sportschuhe nicht passen, das würde unmöglich aussehen, ne? Weil es dieses Kleid ist schon sehr gewagt. Ja. Ich muss Ihnen sagen, das Kleid gefällt mir, aber mich interessiert jetzt sogar die Frau, also Sie, fast mehr wie die Kleidung. Also das ist... Sie können abnehmen gerne, also ich könnte die jetzt nochmal so sehen, aber... Könnten Sie das Kleid auch andersrum tragen? Nein, weil das ist ein leichter U-Boot-Ausschnitt und der ist hinten etwas höher als vorne. Kann man auch sehen hier, ist ein bisschen Halsbände oben abgeschnitten. Gucken tut man mit den Augen, nicht mit den Fingern. Hier vorne ein bisschen weiter aus und dieser Gürtel hier. Das geht auch richtig in die Taille rein. Ja, das ist hier halt noch Abstand. Ja, das gefällt mir auch gut. Die könnt ihr sich gerne mal richtig toll angucken. Wie gesagt, echtes Silber. Bitte nicht ganz so lange darauf fassen, lieber mehr in der Mitte. Dieser Gürtel ist also sehr wertvoll. Das sieht auch gefährlich aus eben. Ja, wenn man die um die Ohren kriegt, hat man nicht zu lachen, ne? Naja. Wird ja nicht gleich eine Frau einen um die Ohren schlagen, wenn sie das um die Hüfte trägt, denke ich. Na, das weiß man nie. Das kommt immer auf die männliche Person an, ne? Ich meine, Sie sehen nicht gerade so, als wenn Sie sich ein Model bestellt hätten. Ja, ich bin ja nicht zudringlich. Ich will ja Sie in den Kleidern sehen. Aber mittlerweile, ich würde Sie gerne ohne Kleider sehen. Ja, das kann ich aber nicht. Kann man das nicht machen? Nein, das geht nicht. Nee. Weil die hätten sich nur Hostess bestellen müssen, ne? Mhm. Und sowas bin ich ja nicht. Ich bin einfach nur Model und ich werde dafür bezahlt, Kleider zu tragen und nicht ohne Kleider zu gehen. Mhm. So, das wäre das Modell. Wunderbar. Und ja, ich habe jetzt das eine mit den Jeans. Kann das ich mich kurz setzen? Ganz klar, ja. Und... Ja, wir müssen uns jetzt nochmal über das Geschäftliche unterhalten. Das können wir gerne tun. Und zwar, ich hatte ja schon das eine genommen, ne? Mit den Jeans. Das meine ich passt nicht zu meiner Frau. Ja, das würde ich auch nicht sagen, weil Sie sagten, sie ist 1,53, ne? Ja. Dieses Kleid. Ja. Passt ja nicht so zu Ihrer Frau, das würde sie, weil es eben eins ist, ne? Das kann man nicht. Bei Ihrer Frau ist immer sehr wichtig, dass die Taille frei ist. Ein bisschen was sieht. Mhm. Also hier bis hier in das Oberteil, dann ein Stückchen Bauch und dann kommt erst der Rock, weil das wird immer optisch sehr länger. Ne? Sagen Sie mal, Sie sitzen mir hier gleich auf dem Schoß. Och, stört sich. Ja, sehr. Könnten Sie bitte vielleicht ein bisschen Abstand halten, weil. Natürlich. Darf ich mal kurz, Sie haben meinen Glas. Lippenstift würde Ihnen gar nicht sehr bekommen. Ich bin ganz nervös. Es tut mir leid. Sie machen mich total nervös. Ja, wieso? Ich mache überhaupt nicht. Eine schicke Frau. Und sehr sexy. Sie hätten nicht zu viel Zigarette für mich? Doch, gerne. Weil manche muss auch mal Pause machen. Wenn
Diese da? Sich bedienen, ja. Das ist noch nicht. Lass das. Guter Mann, wenn Sie nicht gleich eine gefunkt haben, wollen Sie beiden Ihre Grabbel bitte bei sich. Da bin ich nämlich sehr eigen. Ich bin ein Vater, wie gesagt, ja. Und keine Hostess, die man sich so irgendwie ins Haus holt. Na? Also die Kleider zeige ich Ihnen gerne, aber das Berühren mit der Figur mit den Pfoten ist verboten. Ach so. Kennen Sie den Spruch nicht? Ja, sicher. Kenne ich schon. Aber mir fehlt die Beherrschung. Wirklich wahr. Sie haben ja noch andere Kleidungsstücke dabei und... Ja, eins habe ich noch. Ich weiß nicht, wäre Ihnen eine Bademode recht, weil... Ich habe jetzt einfach so... Ja, ich habe noch einen Badeanzug. Also ich nehme das mit den Jeans für 400 Mark und dann will ich noch mal gucken, was zu machen ist, was ich machen kann. Also das für meine Frau, das kommt nicht in Frage. Dann wäre das Erste mit der Wildwestjacke vielleicht noch. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich meine, ich möchte Ihre Frau jetzt nicht etwas unterbewerten. Wir möchten ja gerne was verkaufen, aber immer noch auch so weit, dass man, dass die Menschen das auch tragen können. Ne? Nicht, dass nachher ein schlechtes Bild auf unser Haus fällt. Ne? Denn wie Sie schon sagten, ich bin ziemlich groß und Ihre Frau ist ziemlich klein. Also ihr wird niemals das stehen, was mir steht. Ja, das kann man schon von. Haben Sie einen Freund? Jetzt ist es genug. Möchten Sie gerne ein paar hinter die Ohren haben? Och, nö, nicht so. Also ich meine. Einmal. Ich hatte ja nur gefragt, ob Sie einen Freund. Das geht Sie überhaupt nichts an. Weil ich trage Ihnen hier die Kleider vor und Sie haben Ihre Griffe gefälligst bei sich zu halten. Ich meine, das war jetzt die letzte Warnung und das nächste Mal kriegen Sie eine geknallt, also. Das nächste Mal kriegen Sie eine geknallt? Das nächste Mal kriegen Sie eine geknallt, das sage ich Ihnen einfach offen und ehrlich so ins Gesicht. Das würde ich für einen Kuss in Kauf nehmen. Das können Sie gerne versuchen, also. Olle Leila. Vorsichtig, das war die erste. Halten Sie Ihre Dinger bei sich. Ich glaube wohl, ich ziehe mich jetzt wohl besser wieder um. Ja, dann weil gucken wir mal mit Baden. Wir möchten womöglich schnell zum Ende kommen, da Sie sich ja nicht im Griff halten können, junger Mann. Ne? Okay. Gut, bis dann. Endlich, das jetzt geht es ja immer mehr in die Details. In die Details? Na, ich sehe ja Ihren ganzen Körper. Ich sehe deinen ganzen Körper. Das heißt eigentlich du, oder bist du so ein Schweinchen? Ich kann nicht sagen. Ja? Und, weißt du, ich habe ja kein Model bestellt, wegen Kleider, also so ein Blödsinn. Hör mal zu, deine Griffe behältst du jetzt nur bei dir, ja? Jetzt warte doch mal. Moment. Ich wollte ja nur. Und wenn du meinst, du willst mich hier entkleiden, dann hättest du dir noch was Test bestellen sollen. Nimm deine Griffe weg, das hab ich schon mal gesagt. Bist du doch. Was bin ich? Hostess, du hast mich gemacht. Du Hostess? Jetzt hab ich aber die Schnauze voll hier von dir. Ich werd dir das mal erzählen, welche du Hostess bist. Das fällt mir eigentlich nicht ein.